Freunde, was geht? Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar 25 Fakten über mich. Ich persönlich liebe so eine Videos, ich erzähle euch einfach gerne was über mein Leben. Ich hoffe, ihr mögt das auch, und dann starten wir mit Fakt 1. Fakt Nummer 1 ist, dass ich nämlich extreme Einschlafprobleme habe. Also ich weiß nicht, ob das krankhaft ist oder ob man, also klar, man kann dagegen irgendwie Tabletten nehmen und was weiß ich was, aber ich bin sowieso nicht so der Tablettenfreund, ist ein anderer Fakt auch noch. Aber es ist teilweise, also es kommt immer drauf an, klar, wenn ich den ganzen Tag irgendwas Anstrengendes gemacht habe, dann natürlich safe, dann schläft man auch direkt ein so, aber bei mir ist es ja oft so, ich chill einfach so den ganzen Tag im Zimmer, sitze am PC, schneide Videos, da hat man natürlich nicht so die körperliche Aktivität und dann brauche ich auch manchmal so eine Stunde zum Einschlafen. Ich weiß, es ist nicht normal und liegt vielleicht damit auch zusammen, dass ich immer noch zocke vorm Schlafen. Das ist auch so eine Tradition. Seitdem ich mit Vanessa zusammen bin, zocke ich jeden Abend um 20 Uhr mit Vanessas Opa und mit Vanessa. Könnte auch noch ein anderer Fakt sein, aber wir machen mal weiter mit Fakt Nummer 2. Denn Fakt Nummer 2 ist nämlich auch schon, dass ich Medikamente hasse und nehme eigentlich Medikamente nur im allerschlimmsten Notfall. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sich direkt eine Tablette reinpfeift, nur weil er Kopfschmerzen hat oder so. Das Einzige, wo ich mal eine Tablette genommen habe, war bei meinem Weisheitszahn-OP. Da wurden mir 4 Weisheitszähne an einem einzigen Termin rausgehobelt. Und dann habe ich auch eine Tablette genommen, so, aber ich hasse generell so Tabletten runterspucken. Ja, wahrscheinlich spucken, Digga. Ich kann das auf jeden Fall gar nicht so mit Tabletten runterschlucken und ohne die zu zerkauen und alles Katastrophe. Machen wir weiter mit Fakt Nummer 3, und zwar im Abi hatte ich Deutsch und Politikleistungskurs. Machen wir weiter mit Fakt Nummer 4, und zwar in meiner gesamten Schullaufbahn in den 13 Jahren hatte ich insgesamt nur eine einzige 6 als Schulnote. Und zwar war das, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, in der Grundschule, das war so 5. Klasse oder so, und zwar war das ein Test über Getreide. Ich weiß noch ganz genau, du musstest so Getreidearten mit Weizen und mit was weiß ich nicht alles noch zuordnen. Und ich habe das irgendwie völlig verpennt dafür zu lernen und hatte das gar nicht auf dem Schirm und habe mir dann da eine 6 eingefangen. Fakt Nummer 5, ich wollte schon immer Grundschullehrer werden. Also seitdem ich Real Talk 11 bin, habe ich schon den Traum gehabt, immer Lehrer zu werden. Natürlich da noch nicht mit dem Wissen, was da alles hintersteckt und so, aber ich habe schon angefangen, meinen Bruder zu unterrichten. Meine Familie musste darunter leiden, immer so Schule gespielt und immer so schon Aufgaben gegeben und schon Lehrer gespielt so. Und Lehrer schon so als Vorbild so ein bisschen, also jetzt nicht so extrem, aber schon so als eine Autoritätsperson, vor der man natürlich Respekt hat, was ja heutzutage nicht mehr überall so der Fall ist leider. Aber schon immer so ein bisschen Vorbild und schon immer den Wunsch gehabt, Lehrer zu werden. Dann durchgezogen und jetzt studiere ich Grundschullehramt. Fakt Nummer 6, und das hängt ja so ein bisschen damit zusammen, ich wollte immer Lehrer werden. Natürlich gab es mal so ein paar Phasen, wo man dann irgendwie Gärtner werden wollte, Koch, unsichtbar und Polizist wollte ich nämlich eine Zeit lang auch mal werden. Das war so Traumberuf, war irgendwie ein typischer Traumberuf, so von Jungs oder so. Und der Fakt ist nämlich, dass ich den Polizeieinstellungstest in Berlin bestanden habe. Also ich habe den PC-Test gemacht, also zu Hause online, dann an der Wache den PC-Test mit Deutsch und Allgemeinwissen und Diktat und so ein Kram. Den Sporttest habe ich auch noch bestanden, also den Parkour-Test ist das so in Berlin. Und hatte dann aber kein Interesse mehr, weil der Parkour-Test hat mich komplett gekillt. So, ich habe ihn bestanden, aber man war danach ultra fertig so. Und der Polizeioberhauptkommissar, Meister, Profi da hat gesagt, das ist nur die Hälfte von dem, was ihr in der Ausbildung machen werdet. Also Polizei macht ja extrem viel Sport, dann hast du irgendwie jede Woche Schwimmen und musst bei 30 Grad draußen auf dem Feld mit kompletter voller Montur irgendwie da deine Runden rennen. Bin ich persönlich gar nicht, bin ich gar nicht so der Sportfan und deswegen bin ich da dann rausgegangen und habe dann Lehramt gemacht. Aber ja, ich habe rein theoretisch den Polizeieinstellungstest bestanden. Danach wäre noch so polizeiärztliche Untersuchung gekommen, wo die ja alles checken, von Urin bis Blut, ob du Knochenbrüche hattest und all so ein Kram. Aber machen wir weiter mit Fakt Nummer 7, und zwar über meine Haustiere. Ich hatte früher als Kind einen halben Zoo zu Hause, und ich meine wirklich einen halben Zoo, weil ich hatte nämlich 2 Meerschweinchen, die haben mir gehört. Ich hatte 2 Schildkröten, die haben auch mir gehört. Dann hatte mein Vater ein Aquarium, dann hatten wir einen Hund. Und das war's. Vielleicht noch ein paar Mäuse im Keller. Bah. Machen wir weiter mit Fakt Nummer 8. Und zwar die bekannteste Person in meinem Telefonbuch auf dem Handy ist Santiago Ziesma, der Synchronsprecher von SpongeBob. Ist eigentlich eine ganz funny Geschichte. Und zwar habe ich mich mit dem Manager connected bei Instagram. Der hat mich irgendwie gefunden so, und der macht das so für Santiago. Und da durfte ich mich mit Santiago treffen. Und wir haben uns dann so gut verstanden, dass er mir direkt so beim ersten Treffen seine Telefonnummer einfach gegeben hat. Und ich kann euch wirklich einfach immer nur sagen, Santiago, so ein bodenständiger, lieber, netter Mensch. Man kann sich so gut mit ihm unterhalten. Und seitdem treffen wir uns ab und zu mal, gehen essen, frühstücken, unterhalten uns über alle Themen der Welt. Und ist einfach ein unfassbar guter Freund geworden, der einfach eine fucking Legende ist. Fakt Nummer 9, ich wurde bis jetzt 2-mal draußen nach einem Foto gefragt, weil die mich von YouTube kannten.
Fakt Nummer 10 hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Ihr merkt, ich habe das so ein bisschen zusammenhängend teilweise gemacht, aber ich weiß nicht, ob die mich von YouTube kannten, aber das war wie folgt. Ich kam von einem Termin nach Hause, bin so nach Hause gelaufen, musste so eine längere Strecke geradeaus gehen, so. Und ich laufe so ganz normal und ich habe so nie Kopfhörer drin, also auch im Bus oder so habe ich nie Kopfhörer drin. Und höre dann so von weiter hinten, das war wirklich noch so, ja, das war eigentlich so 50 Meter entfernt oder so, also die waren echt weiter hinter mir, nicht direkt hinter mir, sondern schon nochmal so ein bisschen weiter, war so eine Jungstruppe, ich habe mich nicht umgedreht, deswegen weiß ich nicht so richtig, die dann so daher gerufen haben, irgendwie, ey, bleib mal stehen oder so, oder ist schon ein bisschen länger her, so 2 Jahre oder so, deswegen weiß ich nicht mehr ganz genau, aber die haben auch irgendwie so gerufen, so, ey, sonst kriegst einer aufs Maul oder wir schlagen dich oder ey, jetzt bleib mal stehen oder so, ey, du da vorne, so, ich war der Einzige in der Straße und es war auch nicht dunkel oder so, aber die haben auf jeden Fall irgendwas Dummes gerufen, so, ich bin einfach ganz normal weitergelaufen, ich bin ein bisschen schneller gelaufen natürlich, und bin dann zum Glück auch irgendwann schnell um die Ecke und dann erstmal so schnell nach Hause, so, einfach schon so ein komischer Moment, wo ich nicht wusste, Bro, was wollen die jetzt, ist das nur Spaß, kenne ich mich von YouTube, ist das so, keine Ahnung, aber ja, deswegen einfach ignorieren, einfach weitergerannt, die haben so 5-mal hinterher gerufen, ey, jetzt bleib doch mal stehen oder so, aber ja, man darf sich davon einfach nicht beirren lassen, einfach weiterlaufen. Fakt Nummer 11, ich habe einmal laut in der Klasse gefurzt, wo es leise war und habe es dann auf meinen Nachbarn geschoben. Fakt Nummer 12, ich bin eigentlich ein laufender Mülleimer, was Essen angeht, also ich esse wirklich alles, du kannst mir alles servieren, außer Lakritze, Oliven, Kaviar und Avocado. Sonst esse ich wirklich alles. Ich liebe Fleisch, ich liebe Fisch, ich liebe generell Obst und Gemüse. Aber so die Sachen, damit kannst du mir fernbleiben. Aber sonst liebe ich einfach generell Essen. Damit auch schon zu Fakt Nummer 13. Ich habe es immer beneidet, wenn andere Leute irgendwelche YouTuber oder Stars getroffen haben. Ich war noch nie auf der Gamescom oder auf irgendwelchen Messen, wo es sich dann anbietet. So. Aber immer Freunde, die dann irgendwelche Leute draußen treffen. Und ich habe dann nie jemanden getroffen. Und dann war ich auf einmal, das war glaube ich dieses Jahr, in Berlin unterwegs und habe auf einmal dann Joko getroffen. Joko Winterscheid von Joko und Klaas, der ist vor mir gelaufen und ich war mir erst nicht sicher, man ist sich natürlich in so einem Moment immer nicht sicher, so man denkt sich so, ist das jetzt der wirklich, nee, das kann doch gar nicht sein, der war doch einfach so straight allein unterwegs so, in der Berliner Innenstadt und da war aber eine Mutter vor mir mit ihrem kleinen Kind und die Mutter hat dann auch gesagt zu ihrem Kind, ey, das ist doch Joko und ich da so ein bisschen gesprintet, ich so, ey Joko, können wir ein Foto machen, endlich habe ich einen Star getroffen, so richtig aufgeregt, man denkt sich ja immer so, ey, das ist doch voll cringe, wenn du dann so aufgeregt bist, das ist doch auch nur ein ganz normaler Mensch, so safe, aber in dem Moment ist dann, ist man dann natürlich voll aufgeregt und ey, können wir ein Foto machen, oh mein Gott, immer Joko und Klaas geguckt und so. Ja, der war echt cool und es war schon eine sehr, sehr geile Situation. Und damit auch schon zu Fakt Nummer 14, ich hasse nämlich Konzerte. Ich kann das gar nicht, wenn da in einer Menschenmenge, du bist so eingequetscht, dann schreien die alle neben dir und das ist einfach absolut Katastrophe. Die einzigen anderthalb Konzerte, muss man tatsächlich sagen, ich war einmal mit 10 oder so auf dem Lochi-Konzert, aber das war auch nicht so richtig Konzert. Es war einfach so auf dem Dach von so einem Hochhaus, auf so einem großen Parkplatz. So, das war auch nicht groß oder so. Das war auch so spontan ohne Karten einfach. Und ein Leonie-Konzert. Dieses Jahr, da war ich aber dann auch nicht unten in der Crowd, wo man dann irgendwie hüpft, springt, laut singt, sondern einfach so dann gechillt so. Und dann safe, wenn man da so chillt und sich die Musik anhört, so safe. Aber so, ich kann das gar nicht so in Menschenmengen und dann schreien die alle laut und dann so. Nee. Fakt Nummer 15 und dann haben wir nur noch 10 Fakten, dann habt ihr es geschafft. Und zwar mache ich ja schon ziemlich lange YouTube und zwar habe ich die ersten Jahre echt auf dem Handy geschnitten. Also echt bis ich so, das war wirklich so bis zu 2000 Abonnenten oder so oder 1500 oder so 2000. Also ich habe richtig lange auf dem Handy geschnitten, weil ich mich wirklich geweigert habe auf dem PC zu schneiden. Mal ganz davon abgesehen, dass ich da natürlich noch keinen krassen PC hatte in dem Alter. Aber dachte immer, ey, das ist zu kompliziert und auf dem Handy geht doch easy und ich krieg auch so alles hin. Aber ja, bin dann irgendwann auf den PC umgestiegen und das war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Fakt Nummer 16. Ich war einmal mit meinem Bruder und meinem Vater unterwegs auf einer geschäftlichen Reise. Wir sind Zug gefahren von Berlin aus nach Ingolstadt war das sogar und haben dann einfach eine Tasche stehen lassen. Am Bahnhof, als wir schon im Zug waren. Wir waren so zu dritt am Bahnhof. Marlon hatte mein Bruder, der hatte die ganze Zeit die Tasche. Und dann sind wir so in den Zug eingestiegen. Und auf einmal so mein Vater, ey, wo ist denn eigentlich die Tasche? Und dann gucken wir so aus dem Fenster. Und dann sind wir
haben wir die Tasche gesehen aus dem Fenster, die da so seelenruhig alleine steht, wo alles Wichtige drin war für die Sache, die wir gemacht haben. Da waren so Papiere drin und was weiß ich nicht alles, also eine wichtige Tasche. Und dann sind wir natürlich erstmal zum Zugbegleiter, haben Bescheid gesagt, dann sind wir eine Station weiter, also zum Hauptbahnhof dann wieder ausgestiegen, sind dann zurückgefahren und haben dann die nächste Verbindung genommen, aber ist auf jeden Fall kein geiles Gefühl, wenn du im Zug bist und aus der Tasche dann einfach aus dem Fenster guckst und dann deine Tasche da alleine seelenruhig rumsteht. Deswegen, Learning daraus, achtet immer auf eure Sachen. Fakt Nummer 17, gleich habt ihr es geschafft, Freunde, und seid erlöst von meiner Stimme. Ich bin einmal ich kam vom Termin nach Hause so und war auf dem Weg nach Hause. Es war schon dunkel, es war so um 20 Uhr oder so, aber es war Winterzeit, da war es natürlich schon etwas dunkler. Und ich bin mit einem Mädchen zusammen aus dem Bus ausgestiegen. Und wir mussten so einen Weg, wir waren beide alleine, wir mussten so einen etwas abgelegeneren Weg. Jetzt kein Wald oder so, aber da war einfach niemand, wir waren beide alleine, es war dunkel so. Und wir sind wirklich gleichzeitig aus dem Bus ausgestiegen, sie ist dann vorgelaufen und sie wurde immer schneller. Und ich hatte dann die Vermutung, dass sie, glaube ich, wirklich dachte, ich verfolge sie. Und ich bin jetzt eigentlich niemand, der bedrohlich aussieht, ne? Vom Alter her, ich bin jetzt irgendwie keiner, der irgendwie jemanden abstechen würde, so. Weiß die Person natürlich nicht, aber aus meiner Sicht sehe ich nicht so wirklich bedrohlich aus. Ich meine, ich sehe aus wie 13. Wobei, es gibt ja auch 13-Jährige, die Leute abstechen, aber egal, anderes Thema. Ich hatte auch so eine Kapuze auf, weil es war ein bisschen kälter, so, es war wie gesagt Winterzeit. Und die wurde halt wirklich immer schneller und ich habe sie dann irgendwann nicht mehr gesehen und ich glaube, sie hatte richtig Angst, dass ich sie verfolge. Und das hat mir ultra leid getan, weil ich glaube, ich hatte mehr Schiss als sie. Ich dachte eher, ich werde irgendwie verfolgt und hatte voll Angst in dem Dunkeln und immer da lang zu laufen. So, ich bin wirklich der größte Schisser, so. Aber ich glaube, sie dachte, dass ich sie verfolge. Ja, sorry nochmal, falls du das siehst. Ich hatte selber Angst. Ich wollte dich nicht verfolgen. Sie ist wirklich immer schneller geworden. Und damit zu Fakt Nummer 18, und das passt ja auch ein bisschen dazu. Auf jeden Fall hatte ich ja mal eine Phase, wo ich Polizist werden wollte. Und ich bin immer interessiert daran, Praktikas zu machen und Sachen auszuprobieren. Und deswegen habe ich zwei Praktikas bei der Polizei gemacht. Und zwar einmal bei der Kriminalpolizei und einmal bei der Schutzpolizei. Also sprich Schutzpolizei, paar Tage lang draußen Streifen fahren, irgendwie Verkehrsunfälle aufnehmen und was weiß ich nicht was. Und einmal bei der Kriminalpolizei. Und das war dann das erste Mal, dass ich eine Leiche gesehen habe, weil wir waren auch ab und zu mal im Krankenhaus. Und wenn da jemand einfach so verstirbt, muss die Kriminalpolizei kommen und muss gucken, ob das halt eine natürliche Todesursache ist oder ob da irgendein Einfluss drauf gab. Und genau, da habe ich meine erste Leiche gesehen. Ich war auch bei einem Einbruch, also bei einer Familie wurde eingebrochen und da sind wir dann hingefahren. Und es war schon echt sehr, sehr interessant. Sowohl irgendwie das erste Mal eine Krankenhausleiche zu sehen und da dann bei der Obduktion dabei zu sein, also nicht Obduktion, aber so bei der Leichenschau dabei gewesen zu sein. Dann zu Hause bei jemandem zu sein, wo eingebrochen wurde, ist natürlich schon sehr, sehr krass. So alles zerwühlt, persönliche Gegenstände, alles Katastrophe, so Tür aufgehebelt und so. Und bei der Schutzpolizei im Praktikum dann auch irgendwie mit 60, 70 über die Straßen zu brettern mit Blaulicht an, ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr geiles Gefühl gewesen. Fakt Nummer 19, ich war noch nie auf einer Beerdigung und noch nie auf einer Hochzeit. Und das mit meinen 21 Jahren. Also ich war einmal bei einer kirchlichen Trauung, aber geschäftlich für Fotos machen und für Videos machen. Und es war auch keine typische richtige Hochzeit. Aber von meiner Familie her, von meiner Verwandten her, war ich noch nie auf einer Beerdigung oder auf einer richtigen Hochzeit. Fakt Nummer 20, ich musste einmal ein Schulpraktikum machen von der Schule aus 2 Wochen. Und da schon feststand, dass ich Lehrer werden wollte, habe ich ein Praktikum in der Schule gemacht. Und war dann in der ersten Klasse, ich war in der Grundschule. Und der Lehrer, ich saß so relativ weit, mit den Schülern so am Tisch, so in der Menge einfach. Und ich glaube, der Lehrer hat nicht gecheckt, dass ich Praktikant bin. Also ich glaube, der dachte zuerst, dass ich Erstklässler bin. Obwohl ich irgendwie da war ich 9. Klasse oder so, 9., 10. Klasse. Und ja, Digga, Bro. Fakt Nummer 21, ich bin ein Fettsack. Und das meine ich wirklich so, und ihr fragt euch jetzt so, ey, wen will der Typ verarschen? Ja, ich wiege 50 Kilogramm oder so, aber ich bin wirklich ein Fetzer. Wie schon gesagt, ich esse alles und ich liebe Essen über alles. Wenn du mich glücklich machen willst, gib mir Essen und ich bin happy und ich nehme halt trotzdem nicht zu. Und klar, das kann sich noch ändern. Ich bin gerade jung, ich bin noch 21, das kann sich auf jeden Fall später ändern im Alter. Deswegen muss man da auf jeden Fall Sport machen. Ich bin sehr, sehr froh über mein Verdauungssystem, sodass das so ist, dass ich einfach essen und essen kann, wie ich will. Und ich nehme nicht zu, ich kann mir Burger, Döner jeden Tag reinhauen und ich bleibe einfach so, obwohl ich absolut gar keinen Sport mache. Ich habe noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen, wäre auch ein weiterer Fakt. Und dann gibt es andere Leute, die essen irgendwie ein Brötchen und nehmen direkt 2 Kilo zu. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy, aber ich bin trotzdem ein Fettsack. Fakt Nummer 22, denn der Fakt ermöglicht mir, dass ich einfach alles essen kann, denn ich bin gegen nichts allergisch. Ich habe keine Laktoseintoleranz oder so, oder ich habe auch keine Pollenallergie oder eine Stauballergie. Ich bin sehr, sehr happy darüber, aber ich bin einfach gegen absolut nichts allergisch.
Und damit weiter zu Fakt Nummer 23 und jetzt ganz herzliche Grüße an alle Querdenker, die mich gerade gucken, denn ich bin dreimal geimpft. Und da bin ich stolz drauf, denn ich hatte keine krassen Impfnebenwirkungen und da bei mir ist zum Glück nichts passiert. Ich weiß, dass es natürlich auch andere Fälle gibt und wir jetzt gar nicht die große Thematik aufmachen. Deswegen herzliche Grüße an alle Leute, die sich gerade denken, ey, wie kann der das tun? Der hat doch einen Chip drin oder keine Ahnung was. Aber ich bin dreimal geimpft, also mit der Booster-Impfung, das war ja, glaube ich, die dritte Impfung bei Corona und bin darüber sehr, sehr stolz. Denn ich hatte zweimal Corona, das ist nämlich auch irgendwie ein kleiner Nebenfakt, ich hatte zweimal Corona und will nicht wissen, wie das ausgegangen wäre, wenn ich keine Impfung gehabt hätte. Fakt Nummer 24 und der ist nicht ganz so witzig, weil ich habe mich Ende 2022 selbstständig gemacht und hatte das auch der Krankenkasse gemeldet, beziehungsweise also habe das ein bisschen später der Krankenkasse gemeldet und die haben aber irgendwie so lange gebraucht bei der Bearbeitung, dass dann Monate und Monate vergingen. Ich habe mich nicht drum gekümmert, die haben sich nicht gemeldet, sodass ich dann schlussendlich knapp 3000 Euro oder so an die Krankenkasse nachzahlen musste seit meiner Selbstständigkeit, weil ich dann irgendwie aus der Familienversicherung rausgeflogen bin und dann bin ich jetzt in einer studentischen Krankenversicherung und ja, das ist auf jeden Fall nicht so cool, deswegen kümmert euch um eure Krankenversicherung. Und damit auch schon zum letzten Fakt und zwar Fakt Nummer 25 und das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Schlussappell, denn ich hasse Alkohol. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als alkoholisierte Menschen, die dann gar nicht mehr die Kontrolle über ihr Bewusstsein haben, die dann irgendwie teilweise aggressiv werden, ein anderer wiederum wird lustig und anhänglich und keine Ahnung was. Ich mag das nicht, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren und hasse generell Alkohol. Ja, ich habe auch mal ein paar Schlücke probiert, irgendwie von einem Sekt oder so, aber schmeckt auch einfach nicht, finde ich. Und ja, kann jetzt sein, dass ich den Menschen, die hier gerne Bier trinken, auf den Schlips trete, ist mir aber scheißegal, ihr braucht keinen Alkohol. Es wurde jetzt erst kürzlich nachgewiesen, dass Alkohol nicht mal in Maßen gesund ist und man braucht keinen Alkohol, um Spaß im Leben zu haben. Alkohol, absolut Katastrophe, ist die gefährlichste legale Droge, die du ja teilweise schon ab 16 Jahren in Deutschland kaufen kannst. Von mir aus könntest du Alkohol verbieten, wäre mir völlig recht und deswegen, ich hasse Alkohol und werde niemals Alkohol trinken, so aktiv. Habe ich auch noch nie und bin da sehr, sehr froh drüber, dass ich irgendwie nie die Phase hatte, wo ich irgendwie Bock drauf hatte und ja, das ist doch wohl ein ganz gutes Schlusswort für dieses Video. Freunde, falls euch das Video gefallen, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen oben da, wollt ihr öfter so eine Faktenvideos. Ich persönlich mag das immer so ein bisschen über mich persönlich, über mein Leben zu erzählen. Ihr findet das auch, glaube ich, cool, wenn ihr mich so ein bisschen besser kennenlernt. Deswegen, lasst einen Daumen oben da, falls ihr öfter sowas sehen wollt und abonniert meinen Kanal, weil falls ihr das noch nicht getan habt, sonst stehe ich heute Nacht vor eurem Bett.